Das Prater-Ringelspiel. Ja, warum singt eigentlich ein Tiroler ein Wienerlied? Als ich 12 Jahre alt war, hatten sich meine Augen so sehr verschlechtert, dass ich in die Blindenschule wechseln musste. Zuerst nach Innsbruck und dann für 2 Jahre nach Wien. Dort perfektionierte ich die Blindenschrift, die Brailleschrift und machte eine staatliche Ausbildung und eine Prüfung, damit ich im öffentlichen Dienst arbeiten durfte. Ja, neben diesem Blindeninstitut, da befindet sich unmittelbar der Wiener Prater. Und am Abend, wenn die Sonne unterging und die Dämmerung hereinkam, dann sah man aus meinem Zimmer das unglaublich schöne Wiener Riesenrad. Dazumal konnte ich noch die Lichter von den Gondeln erkennen und die Umrisse von dem Rad. Das hat mich natürlich bis heute beeindruckt. Wir hatten einen Erzieher, der spielte selber auch steirische Harmonika und er war unglaublich begeistert von mir. Und so nahm er mich ab und zu mit in sein Beisel, wo er manchmal mit seiner Schrammelmusik aufspielte. Ja, ein Beisel, das sind diese traditionellen Wiener Gasthäuser. Und dort haben wir dann zusammen musiziert. Ich mit meinen Tiroler Liedern bin natürlich dann auch sehr gut angekommen. Und als wir dann nach Hause gingen, er hatte mich ja müssen wieder nach Hause bringen ins Institut. Ich war ja noch sehr jung. Da war es so üblich, da hatte man müssen läuten und dann ist ein Portier gekommen. Der Portier, das war ein echter Wiener, gell? So ungefähr breit, mehr breit als schmal und nicht allzu hoch war der. Ja, und wenn man den aus dem Schlaf gerissen hat, dann war der sehr grantig, gell? Ja, der ist dann mit seiner Unterhose gekommen, mit seinem Unterleibchen, weiß natürlich, so wie es früher üblich war. Und bevor der zum Schimpfen kam, hat ihm mein Erzieher einen 20er hingehalten. Und so war dann die Welt auch für diesen Portier wieder ganz in Ordnung. Er hat uns eine gute Nacht gewünscht und so. Ja, und so habe ich die Wiener Kultur, die Wiener Menschen, aber vor allem diesen Wiener Dialekt kennengelernt. Und ich habe den immer sehr geliebt. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Kommentare. Und übrigens, am Ende dieses Videos zeige ich noch kurz vor, wie die Blindenschrift funktioniert. So, jetzt probieren wir es einmal. Treten's ein, nur herein, Größe, Jux wie groß und klein, jeder Schimmel neu lackiert, Werkel frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Rusch, nur eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Ein jeder hutscht sich's, wie es kann, vorwärts gemass an. Schön ist so ein Ringelgespür, das ist a Hitz und kostet viel. Damit sich der kleine Mann mal eine Freude leisten kann. Immer wieder fort man weg und rat sie do am Sömfleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelgespür. 3. Mai, 4. Mai, welcher Tag ist einerlei? Immer steht vor deiner Tür irgendein Kassier. Ob im März, ob August, immer du was zahlen musst. Einmal Steuer, einmal Gas, immer gibt's etwas. Jeder drückt sich nacheinander die Türschneun in die Hand. Schön ist so ein Ringelgespür, das ist a Hetz und kostet viel. Damit sich der kleine Mann mal eine Freude leisten kann. Immer wieder fort man weg und Razzido am Sömfleck. Kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelgespür. Der Herr Franz, ganz diskret, mit seinem Flirt im Prater geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt ihm dran? Mit Gaudet und Bauer von dem Bärenkarussell. Plötzlich ruft sich Franz und schaut, ist das nicht deine Frau? Jo, schreit er fix, laut und stern, mit meinem Zimmerherrn.
Schön ist so ein Ringelgespür, das ist a Hetz und kostet viel. Damit sich der kleine Mann mal eine Freude leisten kann, immer wieder fort mal weg und Razzido am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelgespür. Hallo! Wie funktioniert denn eigentlich unsere wertvolle Blindenschrift oder auch Brailleschrift genannt? Ich habe hier eine Blindenschreibmaschine mit 6 Tasten. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6. Wenn ich jetzt alle 6 Tasten drücke, erscheinen hier diese 6 Punkte. Links oben der Punkt 1, darunter Punkt 2, dann links ganz unten Punkt 3. Und in der rechten Reihe oben 4, in der Mitte 5 und ganz rechts unten ist der Punkt 6. Das kennt man vom Würfeln, wenn man eine 6 würfelt, und genau aus diesen Kombinationen ergibt sich die Blindenschrift. Ich mache jetzt noch einmal das Vollzeichen, so nennen wir das, als Orientierung für Anfänger. Und den Punkt 1 dazu. Das ist jetzt der Buchstabe A. Dann mache ich noch einmal das Vollzeichen und Punkt 1 und 2 dazu. Das ist der Buchstabe B. Jetzt noch einmal ein Vollzeichen und Punkt 1 und 4, das ist das C, also das A, B, C. Und genauso funktionieren auch die Zahlen. Aber damit wir das unterscheiden können, gibt es das Zahlenzeichen. Punkt 3, 4, 5 und 6, das ist das Zahlenzeichen. Noch einmal das Zahlenzeichen. Und dann weiß der Blinde, wenn jetzt das A dazu geschrieben wird, also der Punkt 1, dann ist das auch die Zahl 1. Und so geht es weiter. Das Zahlenzeichen und Buchstabe B, also Punkt 1 und 2, das ist die Zahl 2. Dann machen wir noch einmal das Zahlenzeichen und den Buchstaben C, also 1 und 4, Punkt 1 und 4, Nummer 3. Dann noch einmal Zahlenzeichen und das D wie Dora, Punkt 1, 4 und 5, das ist die Zahl 4. Und so funktioniert unsere Blindenschrift. Dann schreibe ich noch etwas. Na, schauen wir mal, was das heißen könnte. Jakob Bergmann. Thank you.